I turned all the kids out and did some video with niggas and then a sauna to underhouse and then one ditch. This is video and I didn't damn for bloody. It's dangerous video now again for ditch. Leute, hier ist wieder Autoclef. Zurzeit aus jedem KFC der Welt verbannt, aufgrund der Dinge, die ich mit Senf angestellt habe. Heute ist ein etwas anderes Video. Heute ist nämlich ein Halloween-Special geplant quasi. Und daher ist es nicht wirklich eine Review, sondern eher eine Art Rückblick, Retrospective heißt es, glaube ich, eher. Heute reden wir über die Legende selbst. Herobrine. Ich nehme mal an, dass einfach jeder, der sich mit Minecraft auch nur in gewisser Hinsicht auskennt, zumindest schon mal von Herobrine gehört hat. Chancen sind groß, dass man irgendwie eine Zeichnung oder vor allem eine Animation von ihm irgendwo schon mal im Internet gesehen hat. Und ich möchte heute quasi auf diese Urban Legend Herobrine so etwas eingehen. Also gehen wir doch erstmal weit zurück. In der Zeit 2010. Minecraft zu der Zeit gehörte noch Notch. Es ist noch in der Alpha und hat dementsprechend auch relativ viele Bugs. Versetz dich also mal in diese Zeit zurück. Dein Computer oder Laptop ist nicht besonders gut, die CPU ist durchschnittlich und daher spielst du das Spiel auch in einer kleinen Rendering-Größe. Bedeutet also, dass du recht wenig siehst, aufgrund dessen, dass du konstant von Nebel umgeben bist. Aber okay, du hast dich daran gewöhnt, du hast so langsam angefangen, das Spiel so ziemlich zu verstehen, du weißt mehr oder weniger, wie es funktioniert. Dann machst du dich los in dem Wald. Vielleicht suchst du nach Hühnchen, vielleicht suchst du nach Zombies, damit du an Federn rankommst für Pfeile, oder du suchst einfach nur nach Holz, was auch immer es ist. Du findest es im Wald. Du läufst umher und alles scheint normal. Doch dann plötzlich, neben einem kleinen Hügel, siehst du im Nebel jemanden stehen. Es ist blau. Und es steht da. Und dann läufst du darauf zu. Und dann ist es genauso schnell weg, wie es dort war. Glücklicherweise hast du noch einen Screenshot gemacht, bevor es weggerannt ist. Und du siehst, dass es dein Charakter ist. Es scheint Steve zu sein. Allerdings sind Steves Augen komplett weiß und er ist auch nur sehr schwach zu erkennen. Du checkst nochmal und siehst, dass deine Welt eindeutig eine Offline-Welt ist. Heißt also, es gibt eigentlich keine mögliche Chance für einen anderen Spieler, in deine Welt eindringen zu können. War es ein Hacker? Was war es? Du läufst herum und merkst, dass viele Bäume keine Blätter haben. Was seltsam ist, denn in der Alpha gab es eigentlich noch nicht die Möglichkeit, dass Blätter von Bäumen despawnen. Du findest Tunnel, die du eindeutig nicht gebaut hast. Du findest manchmal seltsame Sandpyramiden in der Wüste. Das, Ladies and Gentlemen, war Herobrine. Das Szenario, das ich euch gerade eben erklärt habe, war das erste Mal, wo es einen Bericht über Herobrine in Minecraft gab. Auf der Website 4chan wurde nämlich genau diese Story gepostet, mit einem Screenshot mit Herobrine drauf, der gerade so noch sichtbar an der Seite des Hügels steht.
Dies war der Anfang der Herobrine-Legende. Und wie dieses Foto gemacht wurde, ist nicht ganz klar. Der Macher meint, dass die Geschichte zu 100% wahr sei und er habe sogar in vielen Minecraft-Foren dies angesprochen. Allerdings wurde jedes Mal, wo er es gepostet hat, es auch wieder gelöscht, bis irgendwann mal ein User mit dem Namen Herobrine ihm lediglich die Nachricht geschrieben hat: Stopp. Es gibt ein paar Theorien, wie dieser Screenshot hätte gemacht werden können. Es gab zum Beispiel damals in der Alpha einen kleinen Bug mit Zombies, wo dass sie manchmal einfach den Skin des Charakters Steve haben. Und die Erklärung wäre dann einfach, dass aufgrund dessen, dass der Zombie so weit weg am Rande im Nebel steht, dass das Blau von den Augen einfach nicht sichtbar ist. Was auch immer es ist, hier hört auch schon die Story dieses Posts auf, denn leider war der Poster anonym und wir haben auch jeher nie wieder was von ihm gehört. Es gab dann noch einen weiteren Post, wo dieser User anscheinend Notch selbst gemailt hat und Notch geantwortet hat, dass anscheinend er mal einen Bruder hatte und dass Herobrine sein Nametag war, aber er sei angeblich jetzt schon lange tot. Dieser Teil ist absolut Schwachsinn. Das mit Notchs Bruder ist Herobrine ist absoluter Schwachsinn vom Beginn an, denn es ist 1a klar, dass Notch niemals einen Bruder hatte. Es hätte eigentlich bei dieser kleinen Creepypasta bleiben können. Aber dann hat ein User mit dem Namen Copeland diese Creepypasta entdeckt. Er hatte die Idee, dass er einen Screenshot von seinem Haus macht, dieses Haus dann mit Photoshop bearbeitet, dass unten so ein bisschen versteckt Herobrine zu sehen ist, und hat es dann hochgeladen auf dieser Stream-Website und hat erstmal so nur sich die Reaktionen seiner Zuschauer sich angesehen. Die Reaktionen waren ziemlich gut tatsächlich und er hat sich dazu entschieden, einen Streich in seinen nächsten Stream auszuführen. Der Stream verlief dann eigentlich fürs Erste ganz normal, bis dann Copeland in einen kleinen Nebenraum reingeht, den er extra den gesamten Stream über vermieden hat. Worin dann Herobrine war, er tut so, als würde er sich erschrecken, rennt weg, tut den Stream plötzlich beenden, um den Anschein zu geben, als wäre der Stream gehackt worden. Und dann gab es einen Link zu einer weiteren Website, wo die ganzen Zuschauer hin geschickt wurden. Auf dieser Website sehen wir dann Herobrine mit seltsamen, hyperrealistischen Augen, die sich hin und her bewegen, und einen Code unten drunter. Wenn man diesen Code entschlüsselt, findet man eine kleine Creepypasta, die er im Übrigen von irgendwo anders aus dem Internet einfach kopiert und eingefügt hat. Copeland hat hierbei einen recht leichten Trick angewendet. Er hat einfach ein Gemälde genommen und die Textur des Gemäldes geändert, dass da drauf stattdessen Herobrine ist. Ein weiterer Streamer namens Pademus hatte dann auch die Idee, so einen ähnlichen Prank zu machen. Copeland hat dann auch daraufhin angesprochen, dass er nichts mit Pademus zu tun hatte und er eigentlich sogar recht unglücklich drüber war, dass jemand dasselbe gemacht hat wie er selbst. Der tatsächliche Stream ist komplett verloren. Man weiß nicht, wie das Loch voll Lava aussah oder wie auch nur die Gegend dort aussah. Alles, was man weiß über diesen Stream ist, da ist Herobrine, der über ein Loch voll Lava schwebt, und Pademus tut dann so, als hätte er Angst und rennt weg. Zwischendurch tut er auch wieder so, als wäre der Stream gehackt worden. Allerdings diesmal ohne, dass dieses creepige Steve-Bild auftaucht. Was Pademus hier gemacht hat, er hat höchstwahrscheinlich eine Eisentür genommen, die Textur der Eisentür geändert und es über einen vorher von ihm selbst gemachten Loch von Lava einfach aufgestellt. Und somit sah es dann aus, als wäre da tatsächlich ein Player-Model. Allerdings am Ende des Streams hört man dann noch, wie Pademus im Hintergrund mit seiner Ehefrau redet und er ihr erklärt, dass das bloß ein Fake war. Denn anscheinend hatte seine Ehefrau sich ziemlich erschrocken, denn sie hat zu der Zeit auch seinen Stream geguckt
und er wollte sie somit einfach beruhigen, ihr erklären, was die eigentliche Situation war und wie er es tatsächlich gemacht hat. Dies natürlich hätte eigentlich dafür sorgen sollen, dass die Zuschauer checken, ey yo, es war alles bloß ein Fake, also Herobrine ist nicht echt. Aber wie es ist mit Fake News, die Lüge kommt meistens besser an als die Wahrheit. Und obwohl die Leute den absoluten Beweis hatten, dass dieses Video Fake war und Copeland sogar später danach auch seinen Betrug zugegeben hat, diese Information kam bei den Leuten nicht mehr an. Denn jetzt waren alle im Herobrine-Fieber. Sie alle glaubten, dass Herobrine tatsächlich existierte und haben allesamt Notch um Antwort gebeten, was da jetzt los ist. Notch erklärte, er hatte nie einen Bruder, er hat keine Ahnung, was die Leute meinen mit Herobrine, er hat niemals so etwas eingebaut, er hat auch niemals vorgehabt, einen Mob in Minecraft einzubauen, wo in irgendeiner Hinsicht wirklich aussieht wie Steve. Die einzigen Mobs, die wirklich aussehen sollen wie Steve, sind Zombies und das war's. Und er erklärte auch, dass da keine künstliche Intelligenz ist, die irgendwie da so rumläuft oder versucht, euch zu verfolgen oder Angst zu machen oder was auch immer. Es ist ein normales Spiel, einfach nur mit Blöcken. Die Leute haben es jedoch nicht geglaubt, weil es auch so viele Leute gab, die tatsächlich meinten, sie haben Herobrine gesehen. Und Notch war verwirrt, weil er wusste nicht, was er hierzu sagen soll. Er hat niemals irgendetwas in der Hinsicht wie Herobrine eingebaut. Und die Leute haben einfach gemeint, er lügt. Und Notch hatte tatsächlich relativ Angst, aber war auch fasziniert von der Situation, denn es zeigt, wie wenig Kontrolle ein Spielemacher eigentlich über sein Videospiel dann am Ende hat und dass die, wo eigentlich in Kontrolle sind, wirklich die Fan-Community ist. Und ich weiß, viele von euch werden denken, hey, das sind alles eigentlich so leicht zu hinterschauende Tricks, Lügen. Jeder zweite Idiot, wo auch nur vielleicht 5 Minuten im Internet sich befindet, checkt doch sofort solche kleinen Scams und Pranks an jeder Stelle, oder? 2010 war eine andere Zeit. Die Leute damals haben nicht wirklich gewusst, was sind Mods? Wie kann man die Textur von etwas ändern? Wie kann man das Aussehen einer Tür ändern, dass es aussieht wie ein Gegner oder ein Spielercharakter? Solche Sachen, die der heutigen Fan-Community vor allem von Minecraft eigentlich bekannt sind, waren damals halt eben noch unbekannt. Man muss auch noch im Kopf behalten, dass Minecraft damals ein Spiel war, wo dir andere Gefühle gegeben hat, sag ich mal. Spieler, die damals gespielt haben, zu der Zeit wissen, glaube ich, was ich meine. Denn erstmal die Nacht. Die Nacht in Minecraft war um einiges unheimlicher, da es wirklich komplett schwarz war. Ich erinnere mich als Kind, als ich auf YouTube irgendwelche Videos über Minecraft gesehen habe, soweit es dunkel war, du hast nichts mehr auf dem Bildschirm sehen können. Es war absolut nur schwarz. Und viele Spieler haben sich auch darüber beschwert, dass die Nacht in Minecraft oft zu dunkel ist. Du brauchst wirklich eine Fackel mit dir, damit du dich durch die Nacht irgendwie gut manövrieren kannst. Abgesehen davon war das Spiel auch dementsprechend relativ laggy. Wie zum Beispiel gab es Bugs, wo dafür gesorgt haben, dass ein Waldbiom auf einmal irgendwie falsch lädt und auf einmal ist es eine Wüste. Oder dass Bäume ihre Blätter einfach verlieren. Oder dass Höhlen falsch generiert sind und daher du einfach so 4x4 Blöcke Höhlen findest, wo man denkt, dass jemand es gegraben haben könnte. Es konnte auch ganz gut geschehen, dass einfach so eine kleine Sandpyramide mitten im Nirgendwo erscheint, die aussieht, als hätte ein Mensch es eigentlich gebaut. Und was noch dafür gesorgt hat, dass der Herobrine-Mythos so sehr gewachsen ist, ist, Minecraft zu der Zeit hat sich sehr viel entwickelt. Heute zum Beispiel wissen wir, wenn immer wieder eine große Entwicklung kommt in Minecraft, denn wir haben Minecon, es gibt Livestreams. Jeder redet heutzutage von den großen Updates, das Never-Update und das Höhen-Update waren allesamt lange vorher groß angekündigt und jeder Minecraft-Spieler hat zumindest irgendwo schon dann, lange bevor sie eigentlich rausgekommen sind, gewusst, diese Updates werden kommen. Früher in 2010, der Zeit, war das komplett anders. Meistens diese Patches und neue Sachen in Minecraft hast du nur in einer kleinen Patchliste immer wieder gesehen und die meisten Leute haben das nicht durchgelesen, weil
Weil eine Patchliste, das liest sich einfach nicht jeder durch. Die meisten tun einfach auf Überspringen da klicken. Als die Minenschächte neu in Minecraft reinkamen, wussten das die meisten Leute gar nicht und haben dann auf einmal diese Minenschächte gefunden, die aussehen, als müsste es ein Mensch gemacht haben. Und alle haben dann gedacht, es wäre Herobrine. Und diese gesamten Bugs, die ich bisher erwähnt habe, wurden allesamt immer wieder mit Herobrine verbunden. Oder auch, kennt ihr das mit den Lavalöchern inmitten eines Waldes, wo dann deine Framerate quasi explodiert, weil es anfängt, all die Bäume drumherum abzufackeln. Leute damals, die aus der Ferne Bäume beim Brennen gesehen haben, haben einfach gedacht, oh, das muss Herobrine sein. Und haben nicht daran gedacht, dass es auch einfach ein Lavaloch sein konnte. Es gab in meinen Augen zwei Sachen, die wirklich dafür gesorgt haben, dass der Herobrine-Mythos so sehr gewachsen ist. Notch irgendwann mal hatte genug von all diesen Leuten, wo ihn die ganze Zeit anschreiben über Herobrine und alles. Und schon bald hatte er dann auch dazu entschieden, dass in jeder einzelnen Patch-Note geschrieben steht, Removed Herobrine. Das hat dann natürlich dafür gesorgt, dass Leute, die das gelesen haben, auf einmal gedacht haben, ja, das ist der Beweis, Herobrine ist echt, sie haben es zugegeben. Und dann haben sie es in der nächsten Patchnote mit eingefügt und in der nächsten und in der nächsten. Und in jeder Patchnote, bis zum heutigen Tag noch, steht immer Removed Herobrine drauf. Die zweite Sache, wo dafür gesorgt hat, dass der Herobrine-Mythos so sehr gewachsen ist, der erste Herobrine-Mod, gemacht von User Burner, hat Herobrine einen ganzen Katalog an Fähigkeiten gegeben quasi. Und dieser Mod hat dafür gesorgt, dass viele Fans von Minecraft nicht mehr von Mod und tatsächlichen Mythos unterscheiden konnten. Der Mod selbst gab die Möglichkeit, dass man Herobrine aufbeschwören konnte und dass er gewisse Fähigkeiten und so weiter hat. Und da damals viele Leute nicht gewusst haben, was Mods sind, haben sie daher gedacht, oh, du kannst Herobrine im tatsächlichen Spiel aufbeschwören mit einem Herobrine-Altar. Und glücklicherweise haben die Leute aufgehört zu glauben, dass Herobrine Notchs toter Bruder ist und haben stattdessen geglaubt, dass er einfach ein toter Minenarbeiter sei oder ein Gameglitch. All diese ganzen Sachen zusammen haben dann dafür gesorgt, dass der Mythos von Herobrine gewaltig wurde. Jeder kannte Herobrine. Ich erinnere mich, als ich klein war, immer wenn ich mit meinen Kumpels über Minecraft geredet habe, gab es immer einen, der von der Seite kam und dann gemeint hat, hey yo, ihr kennt doch bestimmt auch Herobrine. Und wir alle haben natürlich gesagt, ja klar kennen wir Herobrine. Und dann kam wieder ein weiterer von der Seite und meint, Herobrine, ja, ich habe ihn mal gesehen. Herobrine, ja, mein Cousin hat ihn gesehen. Herobrine, ja. Und auf YouTube kamen dann auch Sachen wie Animationen. Dann kam es noch, dass ab diesem Punkt Mojang auch gesagt hat, okay, wir spielen einfach mit. Herobrine war auf einmal auf jeder einzelnen Zeichnung und Gemälde, wo Mojang irgendwie rausgebracht hat, mit drauf. Allerdings klar, die YouTube-Community hat am meisten geholfen für den Herobrine-Mythos. Denn nicht nur die Animationen, sondern auch die Songs, ich sag nur Fallen Kingdom und Cubeland, haben allesamt dafür gesorgt, dass Herobrine noch weiter in den Köpfen der Kinder und Fans von Minecraft eingebaut wurde. Das sieht man auch schon bei den damaligen Views dieser Videos mit fast schon 67 Millionen Aufrufen pro Video im Durchschnitt. Und das alles bloß, weil Herobrine zumindest im Titel oder im Bild vorkommt. Herobrine war wirklich an der Spitze seiner Popularität gekommen. Allerdings, die Zeiten änderten sich. Die Leute haben schnell irgendwann mal gemerkt, dass das alles bloß Tricks sind. Der Mythos hat sich dann mit der Zeit etwas mehr gelegt. Die Leute wurden viel mehr gewohnt daran. Man hat dann angefangen, weniger im Internet nach Herobrine zu suchen und dementsprechend wurden dann auch die Animationen ein bisschen weniger. Es ist quasi so, dass die Legende so groß wurde, dass sie mit der Zeit natürlich anfängt, uninteressanter zu werden. Diese ganzen Bugs von Anfang wurden mit der Zeit einfach gepatcht. Bedeutet, es gab es im normalen Spiel fast keine Beweise mehr, wenn angeblich Herobrine in deiner Welt sein sollte.
Und dazu noch die Tatsache, dass Mojang sich irgendwann mal natürlich dazu entschieden hat, Livestreams zu machen, wo du dir ansehen kannst, was die neuen Patches sind. Bedeutet, es gab keine Überraschungen. Minecraft mit der Zeit wurde einfach viel weniger dieses mysteriöse Spiel, wo sich in jeglicher Richtung ändern konnte. Da früher niemand wusste, was die Updates als nächstes machen, schien es fast so, als würdest du jedes Mal, wenn du das Spiel updatest, ein neues Spiel spielen, weil immer wieder Neues kommt. Heutzutage wird dann nur noch sehr wenig mit Herobrine tatsächlich verbunden. Und das sollte eigentlich das Ende unserer Geschichte sein. Aber lustigerweise ist es das nicht. Nämlich das 10. Geburtsjahr, sag ich mal, des Herobrine-Mythos kam dann näher. Und eine Gruppe von Leuten wollten einfach nach der Herkunft Herobrines suchen. Wie ist dieser Mythos entstanden? Die zwei Streams, die ich am Anfang erwähnt habe, waren ja allesamt auf einer Seite, die leider mittlerweile verschwunden ist. Bedeutet also, alles was den Fans noch blieb von der Herkunft Herobrines, war sein erstes Erscheinen. Der allererste Screenshot. Und die Frage hier bei diesem Screenshot war simpel. Was ist der Seed für diese Welt? Welche Welt ist es, wo zum ersten Mal angeblich Herobrine gesichtet wurde? Der Leader dieses Projekts war dann Andrew-555 auf Minecraft at Home. Und der hat dann mit seinem Team, so gut es ging, versucht, nach dem Seed zu suchen. Und sie haben sogar ein YouTube-Video veröffentlicht, wie sie es genau gemacht haben. Für Einzelheiten empfehle ich euch daher, dieses YouTube-Video euch anzusehen. Um es einfach kurz zu erklären, man kann anhand eines Screenshots erkennen, welchen Seed ein Spieler gerade in seiner Welt hat. Wie zum Beispiel in den Screenshots sehen wir grünes Gras, und die Textur dieses Grases ändert sich tatsächlich je nachdem, in welche Richtung der Spieler schaut. Norden, Süden, Westen, Osten und so weiter. Bedeutet, sie wissen, er guckt jetzt zum Beispiel nach Norden anhand der Pixel im Gras und der Erde. Dazu noch war das Problem hierbei, dass es gab keine Blumen dort. Was bedeutet, man musste etwas mehr kreativ sein. Aber auch die Tatsache, dass es kein Gras um ihn herum gibt, ist es schon mal wieder ein Anzeichen darauf, welcher Seed es sein könnte. Dann hat man noch am Hügel bemerkt, dass die Formation, wie der Hügel gemacht ist, so in etwa auch nur in ganz bestimmten Seeds vorkommen kann. Aber die eigentliche Antwort darauf, welcher Seed es jetzt ist, war in den Bäumen. Denn wisst ihr, hier an der Seite sieht man zwei große Bäume direkt nebeneinander. Das Interessante ist, zu der Zeit war es so, dass die Chance, dass ein großer Baum spawnt, liegt bei 1 zu 10. Und dass ein zweiter direkt neben ihn auch spawnt, ist dann noch viel kleiner. Bedeutet also, man konnte dadurch wieder viel leichter den Seed herausfinden. Und dann, nachdem sie für Monate lang nach diesem Seed gesucht haben, 15. Januar 2021. Boom! Wir haben's. Dies ist der Seed, wo zum ersten Mal Herobrine gesehen wurde. Und das Interessante daran ist, es lässt dich schon so nachdenken. Was hat dieser eine Typ eigentlich sich gedacht, als er damals den Screenshot gemacht hat? Weil ihr müsst überlegen, dieser eine Screenshot hat die gesamte Legende von Herobrine begonnen. Ohne diesen Screenshot hätte Copeland und andere Streamer und YouTuber niemals daran gedacht, irgendwie diese Herobrine-Sichtungen zu faken. Ohne diese Fakes hätten die Leute niemals auch nur die Idee gekriegt, dass so etwas wie Herobrine existiert. Ohne dies gäbe es diese ganzen Minecraft-Songs mit Herobrine drinnen nicht. Und all das, die gesamte Fan-Community von Minecraft, komplett performt und in ihrer Richtung komplett verändert aufgrund eines einzigen Screenshots an einem nebligen Hügel. Ich meine, viele der älteren Spieler, könnt ihr euch Minecraft wirklich ohne die Herobrine-Legende vorstellen? Ich meine, klar, das Spiel wäre immer noch dasselbe, aber ihr müsst zugeben, ich wette, ihr habt dieses kleine Gefühl in euren Hinterkopf, dass dann etwas fehlt.
auch wenn ihr niemals irgendwie Herobrine getroffen habt oder sowas. Oder auch nur jemanden kanntet, der angeblich Herobrine getroffen hat. Es fühlt sich dennoch an, als würde etwas fehlen, oder? Und ich muss sagen, das ist schon so ein bisschen poetisch. Denn all das, diese riesige Auswirkung und all das, kommt alles zurück auf diesen Punkt, wo einfach ein einzelner Spieler sich gedacht hat, eine kleine Creepypasta zu schreiben, mit einem Screenshot, den er höchstwahrscheinlich mit Photoshop bearbeitet hat, und hat damit eigentlich erstmal nur Leuten die Idee gegeben, dass vielleicht in den Nebeln von Minecraft sich irgendetwas weit weg beobachten könnte. Ich bin Arthur Clef, das war mein Video. Schönen Tag noch. Let's get some pussy tonight.